Hey, also willkommen zurück zu Battleship Brigade. Wir sind einen Sieg entfernt, um das Ganze hier abzuschließen. Und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich habe in der Zwischenzeit zugegeben nicht viel, aber nochmal so ein bisschen herum experimentiert. Habe definitiv das System dahinter verstanden. Jedoch bleibe ich dabei, dass es kein allzu gutes ist. Und zwar, die Idee ist, sagen wir mal, wir haben einen Richter, der sagt, Erde, Wasser möchte er haben. Dann muss man ernsthaft hingehen. Wir haben, glaube ich, 16 Felder, die man mit den Match 3 Sachen kombinieren kann. Der Idealfall ist 8 Erde, 8 Wasser. Das Problem ist, dass das Spiel zumindest in dem Kommentar, ich denke, der Kommentar sagt nicht unbedingt so viel aus, aber ich finde es trotzdem unangenehm, denn ich hatte einen Test gemacht und sagen wir mal einfach jetzt hier wirklich 7 zu 9 statt 8 zu 8. Würde eine negative Aussage geben. Wohingegen, wenn wir die Situation hatten, sagen wir mal 40% von der einen, die Fahrer oder die Sachen, die vorausgesetzt wurden, und da sind noch 20% Feuer dabei. Das Feuer ist im Spiel vollkommen egal. Solange die beiden Farben dominieren und gleich sind, geht das in Ordnung. Das missfällt mir. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich persönlich fände ein 7 zu 9 oder wie auch immer bei weitem angenehmer als einer, der dann wirklich noch einen großen Anteil an Feuer damit dabei hätte. Also ich persönlich würde es besser empfinden oder hätte, wenn ich das Spiel halt gemacht hätte, so aufgebaut, dass Feuer definitiv zu einem gewissen Grad Abzug gibt. Klar, auch definitiv, wenn nicht das 100%ig Balance ist, aber andere Elemente sollten meines Erachtens ebenfalls Minus geben. Aber gut, das ist nicht mein Spiel, nicht meine Idee, also müssen wir mit dem leben, was uns hier gegeben wird. Oh. He got a letter today. Oh, hat er beim letzten Mal nicht gemacht. Thank you. Wait, did you find your glasses? No, these are brand spanking new. Without them, I couldn't bake at all. My measurements were so cattywampus, my famous windfruit cookies turned to soup. But now that my site's back, I made you a batch. You're one of my favorite customers after all. Oh, really? Thank you. I can't wait to try them. Tin of candy. Oh, mit den Needle Hubble Bubbles. The innkeeper apologized with this. Let's hope he made this after buying new glasses. Successful combo get two time oder two extra combo fuses. Interessant. Denn gerade mit dieser Combo Pan, die wir jetzt haben. Die Frage ist, was bedeutet denn Fuses in der Hinsicht? Ich dachte vielleicht, oh, man hätte mehrere Bereiche, die man dann upgraden könnte, aber Fuses ist ja dann in der Logik was anderes. So wichtig ist, wir haben, glaube ich, die. Interesting. What's it glittering on the windowsill? A coin. Okay, weiterer Coin hier versteckt. Wir haben die Jobs hier gemacht gehabt. Und dann haben wir jetzt hier mehrere Leute. Zwei so gesehen. Ich meine, dich hatten wir. Wir wollen meines Erachtens, wenn es wirklich der letzte Kampf ist, gegen sie hier kämpfen. Wie auch immer ihr Name nochmal war. Aber lass uns vorher nochmal den Rest hier We've machen. got all the kitchenware you need, Just one more and then win, some. and I'll be facing the final three. Give me all of your most powerful items. Alright, go, Mina, go. Yes, congratulations. How about Robuchon's Radiant Whisk? Robuchon himself used this, you know? That'll be 100,000 gold. That's just a little over my budget. Back to the bargain bin. Ja, wir haben 152. Wir haben Trades, wir haben Spices, noch mehr Trades, Griffintails. Die sind vermutlich zum gewissen Grad gar nicht dumm, denn wir hatten schon mal so eine Situation, wo wir bis zum Rand waren, konnten nichts mehr hinzufügen, hätten aber sehr gut, weil wir zwei Bones noch dabei hatten, das irgendwie gerne entfernt. Und hätte man die, könnte man, ich gehe mal von aus, einen reinschmeißen, fünf insgesamt hat man, und dann hätte man da vielleicht was machen können. Serve a dish containing at least one ingredient per monster in the region. No. Serve a dish that was sourced three times. No. Serve a dish only containing plant ingredients other than the steam ingredient. No. Serve a dish with one level 3 taste gem of each column. Interessant. Dadurch, dass wir davon ausgehen, dass wir irgendwann für drei Leute kochen müssen und das ist die große Frage. Ich meine, es gibt definitiv Leute, die alle drei Gems, alle Farben haben möchten. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Serve a dish that received a five times combo.
Immer interessant, jedoch muss ich ganz ehrlich zugeben, kann man das irgendwo einsehen, wie häufig man das hinbekommen hat? Ich denke, das ist mir zu schwer. Server dishes that contain 25 or more ingredients, das ist ein bisschen overkill, aber vermutlich machbar. Two-time poison ingredient. Wüsste ich nicht, warum ich das freiwillig haben will. Oh, slowly clones taste gems. Extends combo window. Das ist dann auch kochen. Use 10 ingredients originally containing poison or bone. Das ist auch nicht uninteressant. Dadurch, dass man, klar, man kann an den Monster sehen, welche von denen das sind, die das behaben könnten. Aber wenn man überlegt, was wir bisher hatten, glaube ich nicht, dass wir darauf uns fokussieren sollten. Serve a dish that has 50 points by 1 minute into the match. Interessant. Der ist gar nicht mal schlecht, denn unsere bisherige Taktik war ja, okay, das ist auch der letzte. Wenn wir mal ganz kurz auf Loadout gehen. Wir hatten gerade ja immer sowas wie Ruby, Jerky und Co. Meine Taktik, die ich am Anfang ganz angenehm fand, ist wirklich hingehen, etwas in die Pfanne werfen, durch halt Ruby, Jerky und die anderen Farben, und das Ganze bewusst dann in den Slowcooker werfen. Oder von mir aus kombinieren, dann in den Slowcooker werfen, wie auch immer. Aber halt, man hat dann von Anfang an schon mal was. Es arbeitet schon mal und es sammelt schon mal Punkte. Die große Frage ist, ich meine, wenn man wirklich diese vier in dem Fall reinwirft, die verarbeitet, man müsste in der ersten Minute relativ schnell diese 50 Punkte erreichen können. Die große Frage, die wir jedoch danach haben, weil man darf nicht vergessen, wir haben drei Slots. Wir wissen leider vorher nicht, was wir kochen, was wir brauchen. Und dementsprechend, man kann vermutlich auch in einem Gericht, was man halt nicht auf Feuer basieren sollte, dieses Feuer dann in dem Fall reinschmeißen. Aber man will natürlich dann trotzdem eher das richtige Zeug drin haben. Das heißt also, am liebsten wäre ein gleich zwei von der Sache. Ambrosia haben wir bisher auch noch nicht getestet, das hätten wir vermutlich mal machen sollen. Das hier finde ich eigentlich ganz angenehm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil in den meisten Fällen versuche ich halt nun mal viel von dem Gleichen zu sammeln. Und dementsprechend... Auf der anderen Seite. Cookware. Ich bin mir immer noch nicht sicher mit dem hier, dem Hearty Oven. Der ist nicht schlecht. Er macht definitiv seine Aufgabe. Jedoch muss ich ganz ehrlich zugeben, ich persönlich hätte gerne eine Kombination von dem Hearty Oven und dem hier. Wenn ich wirklich einfach Poison and Bone damit entfernen könnte. Ach so, Moment. Safely Triggers. Das ist meine große Frage. Was bedeutet in der Hinsicht Trigger? Ist es wirklich die Idee, wenn Poison in diesem Topf zu finden ist, wird es dann entfernt? Oder bedeutet es, ich kann dann wirklich Sachen kombinieren? Obwohl ich dann eigentlich erwarte, dass, wenn man die Terminologie richtig hält, dass es heißt, safely match poison and bone. Wenn man das so sagen würde. Also ich gehe mal davon aus, wenn poison bone in dem Ding zu finden ist, dann wird es damit entfernt. Ich hätte die drei Sachen hier ganz gerne wirklich als ein kombiniert. Alternativ, also ich denke, das ist die Sache. Wir haben gelegentlich, sei es einfach weil die Ingredients es selber haben oder weil Poison das ausgeführt hat, dass wir Fragile Gemstones haben. Die reparieren zu können, ist meines Erachtens eine gute Idee, anstatt zu versuchen, die clever zu kombinieren und zu retten. Ich denke, ich bin da nicht so gut darin, das zu matchen und dementsprechend die Gefahr, die einfach zu verlieren, wäre zu groß. Ich denke, das beantwortet die Frage, ob wir da wechseln sollten oder was anderes nehmen. Jedoch auch andererseits, Slowly Clones Taste Gems ist ebenfalls richtig gut, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn man ernsthaft die Möglichkeit bekommen würde, von mir aus halt Level 3 zu klonen, dann wäre das schon extremst gut. Weil dann könnte man nämlich auch die Logik anbringen. Das ist echt fies. Das ist echt fies. Weil es ist, glaube ich, sogar durchaus richtig, das zu machen, den zu kaufen. Weil wenn man überlegt, man hat vielleicht die Möglichkeit, gleich von Anfang an was reinzuwerfen. Sagen wir mal wirklich mit dieser Jerky-Kombi. Wir schmeißen, wir schmeißen vier rein, verarbeiten die, schmeißen die in den Weiterverarbeitungsofen und dann in den Klonofen, während wir nebenbei draußen irgendwas machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus hilfreich wäre.
Also den würde ich ganz gerne kaufen. Die Frage ist, was kaufen wir sonst noch? Wir sollten definitiv überlegen, das Buch sollten wir behalten, was wir aktuell drin haben. Ich würde ganz gerne aktuell die Jerky-Sache behalten oder die anderen Kombinationen mit im Loadout haben. Das Ambrosia hingegen. Weißt du was? Das sollten wir vielleicht mal ganz kurz testen. Ganz simpel. Bitte lassen wir die hier noch zu Ende arbeiten. Lovely afternoon, isn't it? It's beautiful out. The brigade sure has its hands full with what with the tournament and the strange monsters. They've done a really good job at minimizing the situation in a very little time. Everyone is working so hard. Must be. The city loves the proving tournament, but I like the rest of the year more, to be honest. There's time to stop and smell the roasts. I've never been busier in my entire life, but I love it. I can see the sparking in your eyes, but now, don't let an old man keep you. He has a gift. You go as you go on your way. Okay, das hatten wir schon bekommen, aber die Konversation ist noch passiert. Try a muffin. I've been practicing making my cheap cheese souffle every day. The judges better stay on guard because it's explosive, baby. I want it recorded in brigade history and shared with the world. I'd love to see how you make it hot. What? I need to do more baking. There are so many pastries I have no idea how to make. Well, just call on me if you ever want to foster your sweet tooth. After the tournament, of course, can't have you stealing my recipes. What? No, I'd never. Of course not, sweetie. So, ich will mal ganz kurz jetzt nochmal hier in den Practice-Bereich gehen. Ich frage mich wirklich, ob der Practice-Bereich einem vorher sagt, wo man sich jetzt hier hinbegibt. Nicht in dem Fall. Okay, hier wollen wir das Ambrosia testen. Promote to... So, two-time promote source. Ich will wissen, wie das aussieht. Also, wir haben ja hier gleich Zeug. Das heißt also, ich schmeiß das jetzt mal hier rein. Der hat einen Einer-Bereich. Okay, das heißt also, wir kombinieren das mal so und ich schmeiß das mal so. Es hat also wirklich die Möglichkeit, einen auf Level oder einen Level zu erhöhen. Das ist mir zu wenig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ansonsten missfällt es mir, dass ich hier keine Möglichkeit habe, Sachen irgendwie abzustellen. Gib mir mal einen Leaf, aber ich will gleich wieder reingehen, denn ich will eine Combo jetzt mal kurz testen. Und zwar die Überlegung, ob man sich das Buch holt, dass man 50 Punkte Belohnung bekommt, wenn man in der ersten Minute 50 Punkte erreicht. Sagen wir mal, wir starten. Wir schmeißen das Zeug hier rein, sagen, wir kombinieren das. Und würden das dann jetzt darüber werfen. Ist zu langsam und zu wenig. Hi Schattenmensch, schön dich zu sehen. Wir sind am Vorbereiten, denn wir haben ja jetzt 6 von 7 Siege. Und der Händler hat einiges im Angebot und ich überlege gerade, was man hier... Okay, das sind nur 10. Eine der Sachen, die man nämlich bekommen kann, ist ein Buch, das einen eine Belohnung gibt, wenn man es schafft, in der ersten Minute gleich 50 Punkte zu erreichen. Das ist meines Erachtens keine uninteressante oder schlechte Idee, jedoch die Idee, die ich verfolgt habe, also wirklich, man geht hin, schmeißt die Ruby Jerky rein, kombiniert die, schmeißt sie in den Slowcooker, während man selber dann schon weiter jagen geht. Gucken wir mal ganz kurz noch, wenn der noch einen höher geht, wie das wiederum aussieht. Weil das wäre so die... Das wäre drin. Ich habe jetzt natürlich keine Zeit gemessen. Heißt also, ich kann nicht sagen, ob das wirklich funktioniert. Aber es wäre zumindest mit der Combo eine Option. Auch wieder natürlich die Frage ist, und das könnte vermutlich dem Buch das Genick brechen, warum man es vielleicht nicht nutzen sollte. Und zwar, das Buch wird nur aktiviert, abhängig davon, von dem Gericht selber. Das heißt also, haben wir drei unterschiedliche Gerichte, kriegt man das fünfmal das gleiche in einem Gericht drin haben, natürlich nur für dieses eine Gericht, nicht für die anderen beiden ebenfalls. Vielleicht wäre einfach mit einer Zweierkombinationspfanne vielleicht, in der Situation vielleicht, ich denke nur trotzdem, es lohnt sich nicht, weil wenn wir mehrere Gerichte haben, können wir nicht auf diese Idee zurückgreifen. Maximal dadurch, dass wir zweimal Beef Jerky haben, können wir das zwei Gerichten so zuteilen. Problem ist nur, wir haben nur einen Slowcooker. Das heißt also, diese Combo ist wirklich nur für ein Ding drin. Und dementsprechend, denke ich, lohnt sich das nicht. Außer natürlich, man hat vielleicht die Möglichkeit, schnell Sachen zu jagen und dann das trotzdem so zu kombinieren.
Nicht so meins. So, hier nochmal ganz kurz hervorheben. Es gibt den Slowly Clones Taste Jam Oven. Der ist nicht schlecht, aber ich denke, ich bleibe tatsächlich nur bei der Kombination, die ich jetzt hier ernsthaft schon habe. Und zwar langsam Sachen reparieren zu können, wo ich immer noch denke, das ist nicht langsam. Einfach weil ich nicht gut genug bin, meines Erachtens diese kaputten Sachen besser handhaben zu können oder rechtzeitig entfernen zu können. Und alternativ den hier Poison durch den Repair ist kein Problem. Und ich hoffe, dass man in den meisten Fällen die Knochen einfach rausmatcht. Heißt also, da würde ich eigentlich ganz gerne so bleiben. So, ich würde... Interessant ist auch das hier definitiv. Einmal ein Level 3 Ingredient. Das ist interessant, denn wenn man sich an... Haben wir... An Soßen allgemein erinnert. In der Vergangenheit, meines Erachtens, war das die Soße einfach nur... Achso, dann ist es keine Soße. Ganz simpel. Dann ist es wirklich ein Ingredient, ja klar. Ich dachte für eine lange Zeit nämlich, das ist eine Soße. Das heißt also, ich habe rote Taste Gems, rote Gems, will die in blau verwandeln, also nimmt man die Soße, schmeißt rüber und die werden farbig angepasst. Also so ein Level 2 rot wird zu Level 2 blau. Etc. Das heißt also, das ist wirklich... ist interessant, aber es ist meines Erachtens überhaupt nicht wert, dabei zu haben. So, das ist immer noch eine Option, falls man wirklich in Probleme kommt. Und den Rest... Ich denke, den kann man einfach kaufen, einfach um ihn zu haben, aber der Rest spricht mich so überhaupt nicht an. Ich mach's einfach mal. Und ich mach's auch hier mit denen. Ob wir sie brauchen, ist eine andere Sache. Es könnte natürlich definitiv ja auch der Fall sein, dass wir neu starten. Und zwar neu starten, um unser Loadout nochmal anzupassen. Weil wir nicht sagen können, brauchen wir jetzt Jerky, brauchen wir jetzt dies oder das oder jenes. Ansonsten, Health, Satchel, Satchel. Ich denke, das geht in Ordnung. Da würde ich gar nicht viel dran ändern. Und wir haben das Ambrosia getestet. Eine Promotion. Zweimal. A taste gem in vegetables and fruits is promoted when collected. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das finde ich gar nicht mal uninteressant. Ich weiß noch nicht, wie häufig man es erst braucht. Protects fragile gems, das wird uns egal sein. Dreimal Rainbow Ingredients. Das heißt also, man könnte den reinwerfen, um zwei mit dem kombinieren zu können. Und dann haben wir hier neu bekommen Successful Combos und get two extra Combo Fuses. Und hier die Bone Ingredients. Ich nehme einfach mal die hier mit. Oder? Bin mir nicht sicher. Oder nehme ich lieber nur was selber. Weißt du, ich nehme lieber mal selber nochmal ein Grün mit. Und alles andere bin ich mir nicht sicher. Denn wenn ich... Vegetable and Fruits. Ich überlege gerade so ein bisschen, welche Gebiete was für Sachen haben denn. Das Problem ist, wir haben sehr viele Viecher, die unterwegs sind. Wir haben zwar so ein paar Pflanzenmonster, aber so Sachen ansonsten... Vielleicht ist das gar nicht so interessant. Solange das Gericht nicht selber sowas verlangt, könnte das vollkommen nutzlos sein, wenn wir Pech haben. Okay, lang genug herum überlegt, wir haben uns alles angeguckt, wir haben mit den meisten geredet, wir machen auch nochmal hier mit den beiden, die wir herausfordern könnten. Hey! Hey, about the other day, you mentioned the Brigadier's life wasn't for you. I did. Then why are you in the tournament in the first place? Now that is a great story. One for another time. Seriously? That serious. No, Sirius as a heart attack. Okay, okay. What about Sirius as the grave? Honestly, your standards for wordplay are way too high. You know what? I probably better less. The better the less I know. Hello, best friend. I just saw the final three. They look really tough, but T-Bot and I aren't going to have any trouble. I have only seen drawings of them where they look like demigods. Isn't Lieutenant Knife super tall? She is, and she has the brightest golden hair I have ever seen. I hope I don't freeze up in the kitchen when I'm facing them. They're only normal people with a lot of experience, just remember that. Okay, und dann fordern wir dich heraus. How about a cook-off? Maybe you will find the chefs in this town a part of town more challenging.
Okay. But I want you to tell me about your iron stomach later. Sure. Ja, das finde ich so dumm, dass es hier aufploppt. Weiterhin. Sehr schade. I graciously accept. Here we go. Mal gucken, ob das jetzt hier der erste... Also das ist noch nicht der Dreier jetzt, ne? Es könnte sein, dass wir drei Gerichte haben, aber... Ich glaube, das ist noch ein normaler Kampf jetzt. The Nazura Orcs believe the weapon the chef chooses as their own becomes an extension of themselves. The two share a common desire, a goal, a collective consciousness, if you will. So too must a chef wield their ambition as a weapon, a blade that carves a path forward, but never at the expense of their fellow chefs. The chefs before you today embody that principle. They are the best the tournament has to offer, but must survive one last battle to reach the final three. Like a tea rose that blooms from spring till fall, the Iron Stomach returns for another round. Mina! Quetzal is joined by a sentient marvel of culinary magic named T-Bot. She's our first contestant in the history of the tournament to use a team name. The Teetotalers! Ready, T-Bot? Quetzal! On the far left, Instructor Meridane! I look forward to thoroughly scrutinizing each dish's profile and composition. Ensure your work is of the highest standard. I'd rather like to see how the contestants combine the brightness of water with the density of lupier meat. In the middle, Chief Engineer of the Seon Institute, Leon! I'm not here to make friends or stroke egos. Bring me something impressive or go home in shame. My main concern is your ability to effectively take down your quarry. For that reason, I've decided to request fire and earth. See how you fare against multiple types of beasts. On the end, Grand Matriarch Hasjill. A victory today represents a chance to prove yourself in the final gauntlet. I will not administer my praise easily. Lupier is an important ceremonial meal to my people. Traditional preparation features plenty of herbal, earthy seasonings. I'd like an entree that captures that essence. There is an old tale about a goblin who lost her way in the caverns. For days, she wandered its many twists and turns, searching for an exit. Just as she was starving and about to abandon hope, she saw a light. Suddenly ecstatic, the girl ran toward its warm glow, only to run into the jaws of the dreaded Lupier! Oh, ernsthaft? Das ist ein Einmal-Spawner. Nicht einzigartig, aber halt... Puh. Das soll in allen drei Gerichten vorkommen? Weil ich glaube, die droppen wirklich nur zwei Gegenstände. Damn. Vive la Brigade! Ja, du mich auch. Oh boy. 10 Minuten. Okay, wir starten relativ simpel. Wir haben... Eine Sache, die wir so kombinieren. Eine so. So, jetzt nehmen wir das, schmeißen das darüber. So, das wird der für die Mitte sein. Und dann haben wir einen, der jetzt einfach so sein wird. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch sofort auf die Jagd nach Au. Nach dem Vieh, das nicht hier ist, great. Hier unten ist es, glaube ich. Genau. Wunderbar. So, ich meinte, die Dinger hier sind blau. Ja, finde ich schön, dass sie rot sind. Ah, come on.
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt noch keinen wirklichen Plan, was ich jetzt hier ernsthaft brauche. Klar, so eine gewisse Vorstellung, so ist nicht. So, jetzt haben wir hier rein grün. Wir werden das ganz kurz tauschen müssen. Das geht dahin. Yes. Wir fangen an, weiterhin hier Sachen zu kombinieren. Und jetzt muss ich natürlich darauf aufpassen. Okay, ihr kriegt den schon mal. Mhm, gut. So, ihr kombiniert. Jetzt muss ich eigentlich schon anfangen und den Wasser irgendwann auch schon mal in Angriff nehmen. Gut. Damit haben wir hier schon mal die Möglichkeit, die zu reparieren. Ja, und dann wird natürlich jetzt auch natürlich die Herausforderung, au, herauszufinden, welche Sachen man hier überhaupt braucht. Das kann ich euch leider auch nicht so hundertprozentig sagen. Okay, da ist einiges an Grün dabei, ein paar Blau. Das sollte man sich merken. Dass diese Krabbenviecher Blau geben. Hier sind nur leider... Ah, da ist einer. Aha, her damit. So. Die große Frage wird auch sein, wie häufig ich einen von denen überhaupt... Oder wie viele Stücke ich pro Gericht brauche, damit die das als Hauptsache ansehen. Okay, du bist das rein Grüne. Du brauchst definitiv noch ein Lapier. Dann gebe ich dir die Blätter. Und dann fange ich an, hier das Zeug da reinzuwerfen. So, meine Frage ist jetzt natürlich, ob man die einfach kombinieren kann. Um die so loszuwerden. Kann man. Das ist natürlich nicht schlecht. So, du bist der, der kombiniert. Du bist der, der rein blau ist. Okay. Nice. Ja, whatever. So. Schön, dass ich so überhaupt keinen gefüllten Platz habe. Ja, ist echt schwer, hier nicht die Übersicht zu verlieren. Okay. So, wie sieht's hier aus? Reparieren. Hier kombinieren. So, habe ich noch ein weiteres Stück an... Nope. Okay, ihr macht dann mal weiter. Did you keep it? Did I? Ew, no. That's not even what happened. You gave it back then? Let's talk about this later. Ah, hier habe ich nicht mal genug dafür. Genau, wie hast du es bitte geschafft, vor dem einen Uppercut zu machen, ohne ihn dabei zu treffen? Könntet ihr bitte nicht... Ah, jetzt sind die ins Feuer gefallen.
dann haben die noch nicht mal den Anschein zu sterben. Okay, der mit Wasser. Wir haben nicht wirklich viel Wasser gesammelt. Great. So, kombinier die, kombinier das. Damit haben wir ein kleines bisschen an Wasser bereits. No, no, no. Gib mir mal das so. Nice. Gib mir das so. Da brauchst du leider noch ein kleines bisschen mehr. Wir arbeiten uns hier relativ gut voran. Feuer und Grün. So, mach mal hier Platz. Dann schmeiße ich den hier als nächstes rein. Damit kombiniere ich weiter Feuer. Damit kriege ich einen weiteren von denen. Jetzt muss ich den wirklich für Grün mehr aufheben. Gut. Mehr Grün. Sehr gut. So, jetzt haben wir 3 Rot. Und ein Grün erst. Gib mir mal einen von denen hinterher. Wir machen den weg. Haben den dafür jetzt. Können den kombinieren. Awesome. Indeed. Ich krieg's natürlich nicht gebacken, den da hinzusetzen. Shit. Der ist bei 200. Nicht schlecht. Wir brauchen hier nur mehr Rot. Der ist noch nicht längst nicht so weit. Ja, also ich denke, man sieht, ich bin hier komplett überfordert. Nee, du musst hier an. No, nicht kombinieren. Wir brauchen hier ein Grün mehr. Das ist leider immer noch ein bisschen zu weit dafür entfernt. Achso, ich wollte den da jetzt... Ach shit, ich koch gerade Grün in... Ach scheiße, Mann. Ist so leicht, Übersicht zu verlieren in dem Spiel. So, gleiche Idee hier verfolgen. Now what are you doing? So, dann können wir von mir aus auch hier gleich den nochmal mit reinwerfen. Yes, drop. Ich finde es so doof, dass es noch eine Drop-Funktion gibt. Okay. Warum hast du mir das gerade weggenommen, du Drecksvieh? Also das ist wirklich das mit anstrengendste, wenn es Viecher gibt, die einem Sachen wirklich wegessen. War hier nicht mal ein Vieh? Okay, whatever. So, das ist rein Grün. Rein Grün. Genau, Rot. Oh, cool, das wurde von dem anderen Ding getroffen. So ist das Ding in der Zwischenzeit wieder. Yes.
Oh, gleich drei von denen. Aber nicht drei aufgesammelt. Könntest du bitte? Danke. Wir müssen auch irgendwann das Blaue anfangen. Okay. Machen wir mal den Blauen. Das bist jetzt der Blaue. Du kriegst einen von denen leider reingeworfen, weil anders geht's nun mal nicht. Du bist der rein Grüne. Du bekommst dein Ding ja reingeworfen. Das mache ich mal ganz bewusst bei allen. Okay, ihr habt alle jetzt mindestens einen von denen. Okay, damit kann ich die kombinieren. Krieg da theoretisch einen Slot. Mal gucken, ob ich den noch irgendwie kombinieren kann. Könnte ich, aber ich muss ganz kurz das hier machen. Gut. Jetzt hat er da unten noch einen hingeworfen. Natürlich, die da unten brauchen es nicht. Ah, dreh. Das soll mir auch recht sein. Okay. Das ist jetzt... Wer ist jetzt hier der Blaue von denen? Du bist definitiv nicht der Blaue. Du sollst der Blaue irgendwann mal werden. Okay, bei dir müssen wir jetzt mal ernsthaft ein bisschen hier nachhelfen. Du wirst einfach mal angemacht. Dich muss ich anmachen, damit du das entfernst. So. Der wird der Blaue, das ist der Kombinierte, das ist der rein... Wir brauchen keiner, der rein rot ist. Okay, du wirst der Rote. Der andere ist der Rot-Grüne. Oh, wait, what? Der ganz rechts wird der Blaue. Der in der Mitte wird der rein-Grüne. Und den, an dem ich jetzt gerade dran bin, wird der grün-rote. Okay, das heißt, wir fangen jetzt an, kombinier den Scheiß. No. Du kombinierst jetzt nicht die ich hier anzünden machen kann. Okay. Geh bitte hin und schmeiß mir jetzt mal ein bisschen Grün hier rein. Ich werde ganz kurz... Yes, das geht sogar in Ordnung. No, nicht die kombinieren. Du bist ein Idiot, weißt du das? Das geht in Ordnung. Das soll der Blaue irgendwann mal werden. Ja, no, nicht ganz. Okay, zwei Blaue. Das ist noch viel zu wenig. Oh, ich habe so gut wie kein Blau bisher. Das ist ja abartig. So, when you cut off that other girl's hand, did you keep it? Did I? Ew, no! That's not even what happened! You gave it back then? Let's talk about this. No, stop. Oh, ich hasse, dass sie da in die Lava reinfallen. Ach so, Moment. Lass mal hinten gucken, ob da hinten eine Kiste ist. Yes, der ist. Ah, für Rot. Okay. Soll mir vielleicht sogar nützlich sein. Okay, runter. Wir müssen das Vieh nämlich weiter hier bearbeiten. God damn it, stop running away. Okay. Warum auch immer der mit dem letzten auch geschleudert worden ist, who knows. Okay, der blau werden soll, hat so gut wie keine blauen Sachen bekommen. Great. Du könntest definitiv was gebrauchen. Oh, goddammit. Jetzt hier durchzusehen. Nee, du musst eigentlich hier rein. Du kombinierst die so. Great. Weißt du was? Ich drehe die einfach so lange, bis sie explodieren. Great.
So, das ist der rein grüne. Der rein blaue ist jetzt bisher immer noch ziemlich geschissen. Weil ich hier nämlich nichts anfangen kann. Selbst wenn ich die da reinschmeiße. Ich muss eigentlich, Moment, das kriegen wir hin, den da reinwerfen. Gut, damit habe ich jetzt nämlich einen weiteren blauen gewonnen. 2. Hooray! Ich habe immer noch keinen Balancing hier gefunden. Bei dem hier brauchen wir auch bei weitem mehr. Ich habe hier 5 zu 2. Ach Gott, das wird nichts. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Das wird hier nichts. Wie? Ich habe das schon mal hinbekommen, dass sie da beide, dass sie da hingefallen werden können. Hm. Okay, fang an zu drehen. Dankeschön. Das soll der blaue vor allem werden. Ich habe keinen blauen im Spiel. Ich habe keine Möglichkeit, an blau zu kommen. Die Viecher, glaube ich, droppen blau. No, they do not. Das leidet wirklich daran, dass man gefühlt nicht das Zeug bekommt, was man brauchen kann. Vielleicht muss ich anfangen, dieses Rotzeug hier oben zu sammeln. Oh, come on. Lass mich in Frieden. Vor allem, ich habe kaum Zeit. Ich habe kaum Zeit und die werden mir alle schlechte Bewertungen geben. Come on, geh da hoch. Ja, ich weiß vor allem nicht. Ich meine, ich muss die jetzt kaputt machen. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass die repariert werden. Ich muss gucken, hier irgendwie an weiteres Grün zu kommen. In der Hoffnung, dass ich da irgendwie vorankomme. Ich habe kaum Platz für Grün. Zum Beispiel da hat er es richtig gemacht. Keine Chance. Keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Du bist rein grün. Du sollst angeblich eigentlich blau sein. Ja, also das werde ich nicht gewinnen. Die andere wird hohe Punktezahl kriegen, weil sie alles drei perfekt hinbekommt. Und ich... Da werde ich schissen. Thank you for your hard work, Chefs. Let's see what the judges have to say about your efforts. Warte noch auf, dass die mit jedem Gericht 300 Punkte macht. Delightful. Cheap Chi Horn Matcha Dorayaki. Topped with watery sauce and lantern fruit medley. You've captured the essence of the watery flavor without your dish becoming overly complex. Ja, sie hat 4-mal blau auf Level 3, 1-mal grün und das ist genug. Und dass das Gift da drin ist, wird vermutlich nochmal ein Minus geben. Ich finde das interessant, dass 2-mal... Du könntest vermutlich 8-mal Poison drin haben, du kriegst nur minus 20. Ingredients have readings above the acceptable containment limit for a dish of this kind. A delicacy. Lupia steamed meatballs served with ruby jerky and lupia bladder assortment. Did you listen to what I said at the beginning of the match? This dish needs to exude watery flavor. Yep, ist nicht funktioniert. To achieve that, water must have been the most superlative gem in the dish. Now, there's a hint of elixir. Quite good. Aha. This could tail matcha linguine with a side of loopy bladder and query cap melange. Ansonsten, Quetzals Avatar ist interessant. I see that you took care to seek monsters with lots of fire and earth gems. So, sie hat 2-2, dementsprechend würde er damit zufrieden sein. Your technique wasn't a total disappointment, I hate to say it, but you've managed to surprise me. What a waste. Oh, candle gourd soup with a side of lupia bladder and lupia leg assortment. You failed to focus on making a dish highlighted both fire and earth. To achieve that, you need a dish needs equal amount of both high level flavor. Yep, Level 2 in 2 Level 3 in grün und 5 in rot. You have wow. Oh, so, oh, da ist noch Poison drin gewesen. Whoops.
exactly what I wanted. Tea-smoked armor rock liver garnished with slime sauce and Greg Moore shell melange. Your dish lacks a dominant presence of earth. High-quality earth gems must be added to produce the correct flavor. Gucken wir ganz kurz, bevor wir weitermachen, was Schattenmensch hier gerade schreibt. Cool, wie stressig das wird. Na, da stimme ich dir nicht zu. Vor allem, weil die Hälfte der Schwierigkeit von dir selbst kommt. Naja, nicht wirklich. Einfach weil viele Ingredients ziemlich unangenehm sind. Blau wäre vermutlich einfacher gewesen, wenn du nicht einen Topf mit drei Level 3 roten Gems zum rein blauen umdesigniert hättest, als du realisiert hast, du hast keinen rein rot brauchst. Okay. 2 Level 3 und 2 Level 3 grün. Ich glaube, dein Problem aktuell ist, dass du immer versuchst, 5 von jedem zu haben. Ich versuche eigentlich schon, das so zu machen, wie es mir gegeben wird. Curry Cap Stir Fry, garnished with Curry Cap and Lupia Bladder Melange. These herbal earthy flavors are exactly as I requested. These energies are in perfect harmony in this dish. I can taste your excitement and determination in every bite. Incredible! The Iron Stomach wins her last qualifying match in a jaw-dropping sweep. Mina Han wins. Yeah. Nice. War sogar relativ deutlich. Ein Ding ist nicht gut dabei gewesen, aber das lag auch daran, dass wir nochmal 20 Punkte Abzug bekommen haben. That was pretty fun. But now I could use a nap. It was a hard-fought battle, that's for sure. This is actually my first loss. I'm so happy to finally meet someone tough. Here, I want you to have this, Mina. You're my best friend now. Aside from T-Bot, of course. A Quartz Sapphire Tea. 4 Mana, wow. Zwar Schrott, aber wow. Wunderbar. Dann gehe ich mal von aus, dass wir soweit erstmal fertig sind. Also gehen wir hier gleich wieder pennen. Dear Mimi, Alex has been helping around the restaurant a lot and he's begun to play music out front sometimes. I was afraid Paul would get annoyed, but I think he actually likes him. The restaurant is doing fine now that we handle the ingredients more carefully. Ma is resilient as ever, working day and night as usual. Oh, I'm so close! Finals, here I come. Helping people as part of the brigade is going to be amazing! Those uniforms look so cool! Oh, I wonder if I'll get brigade issue knives. It feels good to take a break from thinking about the mutation. This is it. The big day. The final three. I just have to breathe. Take it one round at a time. I got this! Okay, also die Herausforderung wird jetzt scheinbar sein, gegen drei Köche hintereinander zu arbeiten? Hey, Mimi. Kiki! Hey, Alex. Surprise! Your sister was determined to see you in your finals match. Did we make it in time? I can't believe it. This is so weird. Am I still asleep? Nope. You're not dreaming, girl. Sorry, I'm just shocked. I'm so happy to see you. You traveled all this way, but how did you know? You? Yep, Simon started planning it basically since you left. Guilty as charged. Now aren't you glad I told you to pack an extra pair of shoes? The pair I had could have made it all the way. We've packed too much as it is. Ma! Pa! You guys too? She had us pack as if we were moving the entire restaurant here. Ugh. My shoulders are still hurting from the weight of my bag. Mina, you look too thin. Have you been eating at all? Yes! Of course, Ma. I can't believe you all made the trip out here. This is unreal. Saskia, help carry these things to Mina's room. I'll get it. What is all this stuff?
I brought you a few things from home. Thought you could use some new pillows and sheets. Ma, I'm at an inn. They provide all those things. Some clothes and some medicine. Have you been taking your daily herbs? Hi, dear. Don't mind us. Just get ready for your big day. How are you all here? I mean, this is wonderful, but what about the restaurant? We just closed it up for a few days. It'll be fine. Our patrons know we can't miss this. You're lucky Simon and Saskia pushed so hard. If we held off on deciding one more day, you may have already finished. Well, please sit down and get comfortable. I have to run a few errands before my match, but I'll check in on you soon. Phew, well, we can't sit here either. We have to check in at the other inn and then go get some seats at the Colosseum. You're going to watch too? Don't worry. Ma won't be able to backseat cook for you all the way from the audience. Do we have the same mother? Go on, we'll catch up later. Good luck, Mina. Thank you, Ma. You're awesome. You know that, right? I couldn't let you get into the brigade without a cheering squad. Now I have to make it in. I can't let them down. You are gonna be great. Next time we talk, you'll be a brigadier. Aw. Nett, dass sie alle gekommen sind. Oh. What a lovely family you have. I'd be happy to have them in my rooms weren't all taken up. Oh, it's alright. They found a place. I'm just so surprised they all came this way to watch. To see their daughter make it into the brigade? What could be more worthwhile? Let's hope that's what they will see. I will do my best. So, wir dürfen hier die üblichen Jobs machen, also tun wir es auch. I think my cats can sense that you'll be leaving them soon. I'm getting teary just thinking about it too. No matter where my work takes me, I'm always going to come back and visit. Besides, Pecorino is too cute to leave behind. How about helping me finish these dishes? For one last hurrah? It'd be my pleasure. Okidoki. So. It's time to cook. Was haben wir denn? Wir haben zweimal Soßen, die wir reinäumen können. Für Rot. Okay. Du willst dich ein in Blau verwandeln. Ist das so herum richtig? No. No, it's not. So, damit kann ich die jetzt kombinieren. Okay. Und jetzt kombiniere ich die beiden. Okay. Ah, shit, fragile. Ich kann den ja nicht bewegen. Mini. Okay, reset. Okay, was willst du von mir? Ach, shit. Ich darf den zweimal drehen, den anderen darf ich gar nicht drehen. Und das Fiese ist natürlich, dass... Muss ich den fallen lassen gleich von Anfang an? Muss ja eigentlich. Ja. Okay, 75 soll man hier erreichen.
Das ist leicht unangenehm. Vor allem, wenn das Zeug so dann zusammenbricht, das habe ich jetzt auch nicht. Weil das nämlich es nicht tut, genau. Und ich gehe mal davon aus, dass ich gerade eben keinen von denen verlieren darf. Ach, goddammit. Wie bewegt man den Scheiß, ohne dass hier alles zusammenbricht? Weil allzu viele Optionen hat man ja nicht. Jetzt habe ich den Spaß und den Rest kann ich nicht mehr bewegen. Meines Erachtens muss man Rot als erstes machen. Weil mehr als so kann ich ja nicht drehen. Wenn ich den jetzt drehe, ist ja Ende. Keine Ahnung. Die meisten von denen sind so angeknackt. Weil was wirklich beschissen ist, dass die in der Mitte halt gedreht werden. Oder in die Mitte gezogen werden. Und man nicht irgendwie selber bestimmen kann, ob nach links oder nach rechts. Ja, und jetzt habe ich doch jetzt schon geschissen. Weil ich kann die ja nicht mehr drehen, ohne dass die anderen dadurch kaputt gemacht werden. Keine Ahnung. Also ich sehe auch nicht, wie ich das irgendwie anders machen soll. Es gibt nicht viele Optionen. Die da unten zu drehen macht überhaupt keinen Sinn. Die dort oben zu drehen ist dumm. Das so herum wird nur wehtun, denke ich. Ich kann den nicht berühren. Deswegen, ich müsste irgendwie schaffen, dass ich die jetzt nochmal drehen kann. Ich arbeite mich voran. Yep. Aber gut, fühlt sich anders an, aber scheinbar war es das. Oh boy. Der war nicht offensichtlich. Now go on and get your brigade certification and come back soon, you hear? I will. Thank you for all you've taught me, Belchior. Taught you? We were just having some fun here cooking. If you learned anything, that's just a nice coincidence.